Raus aus der Tür und rein in den morgendlichen Sonnenschein. Über die grauen Pflastersteine, vorbei an den grünen Gräsern und den Häusern der Nachbarschaft. Für Silvia Ketterle einzig und allein kaum erkennbare Umrisse. Die 57-Jährige ist seit mehr als 7 Jahren hochgradig sehbehindert. Ihr Weg zur Arbeit gestaltet sich schwer. Dennoch weiß sie sich zu helfen. Jetzt suche ich die Säule da. Also so geht's jetzt nicht. Da sind ein paar Fahrräder immer. Da gehen wir außen rum. Genau. Jetzt ist da eine weiße Säule in der Mitte. Die lasse ich links liegen. Genau, jetzt Tunnel. Genau, jetzt habe ich's. Immer mit dabei ihr Langstock. Durch Tasten, Fühlen und Zählen kommt sie weitestgehend zurecht. Das sogar mit Geburtstagskuchen in der anderen Hand. Wie man das erlernt und dabei alles so einfach aussehen lässt, erklärt Frau Ketterle. Aus Übung und Mobilitätstraining. Wir kriegen ein Rezept von der Augenärztin oder vom Augenarzt und von der Krankenkasse. Und wir kriegen das, da kommt eine Person zu uns, ein Mobi-Trainer. Und wir gehen dann die Strecke von der Haustüre bis zur Arbeit. Dennoch ist Hilfe von Passanten oftmals unerlässlich. Dabei konnte Silvia Ketterle im Jahr 2008 noch Auto fahren. Ihre Krankheit, Retinitis pigmentosa, breitete sich schleppend aus. Zunächst in Form eines grauen Stars und anschließend durch Nachtblindheit. Mittlerweile ist ihr Sichtfeld so weit eingeschränkt, dass man nur noch von 5% Sehfähigkeit ausgehen kann. Die Leute sind dunkel anzogen und es sind lauter schwarze Schatten, die an mir vorbei huschen oder auf der Linie kommen und ich kann den Abstand nicht richtig einschätzen und die Schnelligkeit, das geht auch nicht. Und ich, ja, muss mich konzentrieren, die vielen Geräusche. Halt! Da muss ich hoch. Jetzt bin ich oben. Genau, jetzt geht's links. Da kann man sich orientieren, den gelben Streifen da unten. Genau, bin richtig. Schwierig wird es dann aber an der Straßenbahn. Ohne Durchsagen, mit mehr Störgeräuschen und vor allem viel Verkehr verliert Silvia Ketterle die Orientierung. Da. Wo ist jetzt der Eingang? Ach, das ist aber sehr nett. Dankeschön. Danke. Ist hier ein Platz frei? Ja. Ach, sehr nett. Danke. Ich kann mich kenntlich machen, aber die anderen Leute, die geben da nicht Obacht. Die schauen so auf ihr Handy oder sind mit sich selber beschäftigt. Hab sie. Plötzlich kommt es zu einer brenzligen Situation. Durch ein verwirrendes Signal einer anderen Ampel läuft Silvia Ketterle über Rot. Ach so. Oh, das war das Verkehrte. Hoppala. An Beispielen wie diesen wird klar, Sehbehinderte benötigen ein gezieltes Training für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr. Genauso wichtig ist die Wiedereingliederung in das berufliche Leben. Das Berufsförderungswerk Würzburg, kurz BFW, hat sich dieser Aufgabe verschrieben. Hallo Martina. Guten Morgen. Alles Gute zum Geburtstag. Von mir auch. Danke. Neben dem Pflegen von sozialen Kontakten wird im BFW vor allem ein Ziel angestrebt. Die berufliche Rehabilitation von Erwachsenenblinden und Sehbehinderten. Ein Großteil aller Lehrgangsteilnehmer war vor der Sehbehinderung berufstätig. Auch die ausgebildete Erziehungsheilpflegerin Silvia Ketterle. In ihren täglichen Lehreinheiten wird sie im Bereich Computer und EDV geschult. Mit teils beeindruckender Technik lernen dabei die sehbehinderten und blinden Menschen das Schreiben und Lesen am Computer. Das ist die sogenannte Braillezeile. Und mit der Braillezeile kann man auch lesen, quasi was auf dem Bildschirm steht. Ja, er macht, was ich will.
Ich würde für die Industrie mir wünschen, dass sie uns eine Chance geben, dass sie sich darauf einlassen und dass wir zeigen können, was wir mit unseren Hilfsmitteln alles imstande sind zu tun. Wir können nur nicht sehen. Genau. Nur nicht sehen können. Auf einmal wird klar, wie schwer es doch ohne sein kann. Muss ich irgendjemand finden, der mir da weiterhilft. Weil sonst... Oh Gott. Warte mal. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Könnten. Keine Leitlinie in Sicht. Ach doch, da irgendwo da drüben. Da drüben. Hier. Entschuldigung. So, jetzt. Hier. Hier, hier, hier. Uli, wo bist du? Es sollte jetzt jemand fragen. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir helfen? Ja. Wo ist der Haupteingang vom Ludwig Beck? Ist der jetzt rechts von mir? Und links ist jetzt das Rathaus, stimmt das, oder? Moment, Ludwig, links ist das Rathaus und rechts ist das Ludwig Beck ist das hier. Ludwig ja, Beck. Und Sie gehen jetzt gerade durch. Sie gehen jetzt, ja, man kann es ja fast Sie mitnehmen? Ja. Toll, 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 toll. Dass man trotz einer Sehbehinderung eine glückliche Partnerschaft führen kann, beweist die 57-Jährige. Von ihrem Partner, der heute auch Geburtstag hat, erfährt sie Liebe und Erfüllung. Gemeinsam verbringen beide gerne Zeit in der Münchner Innenstadt. Passend zur heutigen Feierlichkeit schaut Silvia Ketteler nach einem neuen Kleidungsstück. Was darf es denn sein? Ich möchte gerne eine Jacke, vielleicht eine Strickjacke. Durch eine gute Beratung ist das neue Lieblingsteil auch schnell gefunden. Die, gell? Ja, ich glaube, 44er würde besser passen. So. Jetzt zieh du mir einen Finger hin. Genau, hier. Hier? Hier, ja, genau. Passt es? Ja, perfekt. Super, danke schön. Danke. Dann geht das besser. Ja. Danke Ihnen und bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Auf jeden Fall. Wiedersehen. Hallo, grüß dich, Silvia. Ich habe was gefunden. Durch ihre sympathische und fröhliche Ausstrahlung zeigt Silvia Ketteler, auch mit einer schwerwiegenden Sehbehinderung ist ein glückliches und erfülltes Leben möglich. Denn nur mit dem Herzen sieht man gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Bis zum Essen gibt es Obst.